Herr Voss, wie ernst nimmt die Politik Angriffe, digitale Angriffe auf Menschenrechtsorganisationen? Wir nehmen die Angriffe auf die Menschenrechtsorganisationen über den Cyberraum sehr ernst und wir nehmen aber jeden Angriff in dem Bereich sehr ernst und deshalb sind die NGOs natürlich auch damit betroffen und auch von uns mit bedacht. Von daher ist das jeder Angriff auch auf NGOs bedeutet gleichzeitig auch ein Angriff auf unsere gesellschaftliche Lebensweise. Was tut die Politik insbesondere auf europäischer Ebene, um NGOs und andere zu schützen? Wir versuchen zunächst einmal einen einheitlichen rechtlichen Rahmen auch zu schaffen und Definitionen einzuziehen, weil sonst jeder meint, man verstünde etwas anderes darunter. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Grundlage dazu. Und darüber hinaus wollen wir sehen, und das tun wir auch bereits, dass wir die NGOs ja auch sehr stark finanziell mit unterstützen und auch ihre Arbeit wertschätzen, sodass wir dann hoffentlich einen guten Rahmen und ein gutes Paket auch für NGOs haben. Finden Sie innerhalb Europas eigentlich auch Zustimmung in dem Punkt oder gibt es dort bei den Ländern auch unterschiedliche Definitionen? Wie ist der Konsens da auf europäischer Ebene? Also wir finden große Zustimmung, wir sehen auch die Notwendigkeit und gleichfalls wird aber auch natürlich das ein oder andere Problem gerade bei den Definitionsfragen problematisiert. Wir haben zum Beispiel jetzt nur mal aus dem Vergleich des strafrechtlichen Daseins bei dem Terrorismusbegriff unterschiedliche Definitionen und da müssten wir schon zu einer Einigung kommen, damit wir auch innerhalb Europas das Recht einheitlich anwenden können.